Good luck. Good match. Thank you. It will be a choice to play your team captain. Ja. Da haben die Deutschen gefragt, alle im Stream, ob das gestreamt wird, aber es gibt wohl scheinbar einen zweiten Kanal. Aber, ja. Ach, die Deutschen haben gefragt? Ja, die haben gefragt, ja. Die haben ja gesehen, die Auslosung, dass ich die heute aber die ganzen Giants habe. Ja. Okay, also du hast so eine Follower-Clique da. Ja, es sind auch deine Follower. Also Thorsten und so sagte, wenn du spielst, das ist ja immer gut und ob unser Match gestreamt wird. Aber ich sage, steht nicht auf dem Tableau. Ja. Gutes Match für dich. Ja, gutes Match. Ne? Ja. Ja. Ja, wir können es auch die Hand geben, glaube ich. Ja. Wir saufen zusammen. Ne? Kann, ja, kann man die Hand geben. Auch Spaß. Ja. Ah, den muss man erstmal anmachen, die Uhr. Das hier, genau, das ist eine von denen. Nicht gerade mein Lieblingsuhr, aber. What can you do with a drunken sailor? Aber das sind das so angenehm, der Ryan Rebello, der knallt die Steine immer so dagegen. Ja, ja, ja. Das habe ich ihm nicht viel live gespielt. Ja, ihm zweimal ermahnt, weil ich gesagt habe, das nervt. Das geht ein bisschen zu weit. Ich kann mal eine Money Game machen. Goldene Regel. Der muss. So, der muss auf. Machst du ja auch nicht gerne. Das habe ich in deinen Streams immer gehört. Thank you.
die Sechsen werden nicht so richtig gut. Achso, da, ich habe den Würfel nicht gefunden. Okay. Ich habe den Würfel nicht gefunden. Hier. Could you discuss, please? Someone else? No problem. Thank you.
Sag das doch gleich. Dann schlage ich mich. Hätte ich auch getroffen. Mit dem Wurf war der Treffer nicht zu verhindern. Das war schon wichtig. Aha, die 6 sehe ich nicht. Ja, die hast du gekillt. Das hast du total schlau gemacht. Die habe ich super schlau gekillt. Dupliziert hier alles. Scheiße, das trifft. Irgendwelche Brecher, ey. Das ist 3. Ich weiß gar nicht, ob ich treffen will. Nicht getroffen. Nee, ich bin gar nicht so zufrieden. Ach, daran. Naja, du kannst da hängen bleiben. So. Kann alles passieren. Nochmal hinbleiben. Ja, mehrfach. So, man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Ja. Schlechter Wurf, weil Forst. Ja. Wenn das die Pferde entscheidet, dann bin ich sauer. Kann ich dir sagen. Das hat sich jetzt ausgeglichen. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr weiter würfeln.
dabei, weiß auch nicht. Weil, komisches Gefühl bei der Partie. Aber ich fand die andere total interessant. Was sagst du zu dem Take? Es muss schon noch ein Take sein. Der Take wäre super froh gewesen. Anscheinend auf der Bar. Du hast ja auch eine super Struktur und alles. Also die Sechsen sind nicht so gut, die Zweien sind auch nicht so prickelnd. Ja, du musst halt den Blitz überstehen, dann stehst du gut. Ja, also na gut nicht, aber dann habe ich... Ja, mit der Struktur. Genau. Ja, dann habe ich auf jeden Fall Möglichkeiten. Ja. So, ich du nochmal. Ja, genau. Ja. Ja, anders. Achso. Also fand ich besser als zu schlagen auf der 1. Der Treffer tut richtig weh. Ja. Meinst du diesen Bappen? Fand ich besser. Ja, ich fand oder besser. Die Alternative. Ja. Ich dachte, ich kann ja immer noch angreifen, wenn du nicht reinkommst. Ja. So hatte ich das Spiel erstmal ziemlich. Du kontrollierst halt alles, genau. Ja. Und es ist nicht volatil, ne? Ja. Mhm. Das ist recht nicht. Nee. Das streame ich live, wenn du den spielst. Geht sofort die Kamera an. Ja, okay. Genau. Mut zur Hässlichkeit. Das hast du früher offensiver gespielt. Da war ich noch jung. Ja. So. Boah, wie sieht das denn aus, ey? Ich sehe auch nichts Besseres. Ja, komm, Mut zur Hässlichkeit. Kannst du das fotografisch festhalten? Also, ich habe dich schon mal ausgespielt hier. Ja. Gott, oh Gott. Jetzt muss ich aber das Rennen zählen. Bescheuert das ist. Boah, jetzt schließt er so schlecht da, ey.
War die Stellung, ne? Genau. Zwei Pips, ne? Ja. Ja, der wäre okay. Verzicht halt auf jede Schuss-Equity, ne? So. Das andere macht es ja doch gleich leichter. Das kann ich nochmal so spielen, aber so. Das wird nicht gespielt. Now or never. So. Kann ich mal einen guten jetzt werfen? Hau dich mal, bitte nochmal so einen. 6-2 ist doch gar nicht so. Habe ich befürchtet. Gibt da übrigens einen Treffer. Ach, 4. Genau. Hätte ich nicht gesehen. Ach, und ich sag's dir auch noch. So, jetzt verliere ich Gem. Ich wollte gerade noch sagen, an der Stelle verliere ich ja 0 Gem. Ja. Ach, guck, kann doch hier nichts. Näher nach Hause. 6-2 war schon ein Joker. Ja gut, ich habe auch lange drauf gewartet. Ja, das stimmt. Jetzt geht's wieder los. Dreien sehe ich jetzt schon, sind richtig scheiße. So, damit werde ich zum Helden. Du lachst? Ja, das ist wahrscheinlich der beste PR-Zug. Ja, den will ich auch machen, den will ich erfinden. Darum geht's mir. Wenn ich die 5 mache, dann muss ich drauf hacken. Das ist doch lächerlich. Nein, der muss so gespielt werden. Bin ich sicher nicht anders. Ja. Nichts gibt's. Safe play. Ja, okay. Schon einen Punkt geklärt. Ist doch geil. Ach du Scheiße. Ich hab, die Stellung habe ich noch in meinem Leben nicht gehabt. So aus dem Mittelspiel raus, das kann ich ja nicht sagen. So, du hast... Ja, dieses Clear from the Rear, das habe ich irgendwie nicht richtig verstanden. So, dann hast du immer schlechte Dreien. Die sind sowieso scheiße. Ja. 6-0. Komm, ich spiele das so. Ja, Max Contact. Ja. Logisch. So, der geht auch noch. Muss ich auch noch mal Ich habe jetzt das erste Mal seit 3 Tagen mein Handy nicht dabei. Dann steht das. Ja, ist ja alles auf dem Weg. So schwul habe ich es noch nie vorgetragen gesehen. Ja, ich spiele seit 30 Jahren. Oh, hier. Das ist cool. I forgot about the clear from the rear rule. Let's why we are laughing. Okay. That's not a normal game. Ah, der kann nicht schlecht sein. Yeah. No, we're talking. Okay, die werden my Q power goes now to 0. This is really a funny game. You have to look. So, dann... We can watch later and laugh. Yeah. Was ist denn? Ah, das war ja auch nicht. Das sieht auch. Die Dreien sind wieder das Profil.
Du kommst rein, auf der 4, auf. Scheiße. Oh Gott. Das wenigstens ist from the rear, ne? Also halb from the rear, ja. Ja, die Geraden, die Klären und die Ungeraden punkten. Ist doch vielleicht gar nicht schlecht. Ja, es kann so schlecht nicht sein. Ja, ja, drei Bilder. 6-1, 6-3. Also laufen kann ich doch tatsächlich nicht, oder? Naja, kann ich. So, jetzt gibst du endlich Milch. Mhm. Und ich verspreche dir, aus der Partie mache ich einen Film. Ja. Wenn du das überstehst, sieht es ganz gut aus, ne? Ja, ja, der eine extra Ding, das eine extra Ding. Reinhält. Reinhält. Nicht mal einen raus. Alles Geld zu verlieren. Jetzt einen, mit dem ich crunche. Ja, haben wir es auch geschafft. But fix is for free. Okay. Meine Fresse. Also, hättest du irgendwas anders gespielt? Dann nee, ich hätte überlegt, den Viererpunkt zu machen tatsächlich. Ja, aber das sind mehr Schüsse, glaube ich. Ja, aber du hast mehr Board, ne? Ja, was wollte ich? Ich will ja nur nach Hause. Ja. Ich dachte, das andere ist, weil gerade erklärt und ungerade punktet, das dachte ich, das sind genügend gute Würfe. Ansonsten hätte ich alles so gespielt wie du. Es war doch einfach schwierig, das nicht zu machen. Obwohl, ich hätte mir überlegt, da doppelt zu schlagen. Ja. Du kannst ja auch ein paar Gambits gewinnen. Ne? Ja, gegen das Closed Board. Ich glaube, da kannst du ja auch eventuell sogar schon. Ja, das habe ich überlegt. Die Uhr läuft im Moment noch nicht. Ah, okay. Ja. War Double Take auch, denke ich, ne? Ja, nee, was soll ich? Was soll das? Hä? Nee, das war bestimmt richtig, den zu klären. Also da bin ich mir relativ sicher. Ich denke auch. Gegen das Closed Board lässt man halt keinen. Ich hatte es nur überlegt, ja. Das ist auch wieder so, die einzige Ausnahme dann zu finden. Ich habe die 3-2 überlegt, den Schuss zu geben, weil du danach viele Bilder hast. Das hätte ich vielleicht anders gemacht. Da überstehst du einmal die paar Schüsse, die da sind. So, da hast du was gefunden. Das fast
fast ohne Schuss gespielt dann, ne? Ja. Ja. Erstaunlicherweise aus der Stellung raus. So, Rennen zählen. Ja, gut für PA. 4, 5, 6. Die darüber. Also, ja, klar. Ne? Ja, ja. Very good for PA Points. Hä? Very good for PA Points. Ja. Solche Spiele. Ja. Direkt früh. Ja, auf die Fall. Das kann gut mein schlechtestes Match werden bisher. Also, wenn die Idee falsch war und die 3-2, dann weiß ich nicht genau. Ja, ich habe nur gecubed, weil du nicht geankert hast. Ja, 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 ja. Dann habe ich keinen. Mach mal den. Hier ist relativ schwierig. Jetzt ist es plötzlich eine ganze Menge, ne? Ja. So, ist mehr geworden. So, das ist einer. Ja. Das ist alles gleich. Immer noch leicht zu zählen. Ja, ja, da bin ich 6 vorne. Ja. So ist es. Ja, ja. Ein hinten, 5. Das ist noch den noch da. Und den hat er 8. Bin ich gerade blöd? Na gut, ziehst den nach da. Ja, 7. Genau. Und dann noch den einen Pip nach da, sind 8, dann ist die Stellung gleich. Genau, alles klar, ja. 8 Pips sind es, ne? Genau, ja. Komm, wir nehmen mal an. Ist auch gut, die zu Ende zu spielen. Wieder gut für PA. Ja. So was habe ich auch gedacht. Bogen. Jo. War auch Double Take, ne? Ja, ja, sicher. Ja, ne? Ich glaube, ja, das war eine gute PR-Partie. Ja. Ist ja auch wichtig. Hm.
mache eine kurze Pause, ja? Okay, aber wirklich kurz. Ja, also. Drei Viertel Zigarette und Pipi machen. Ja. Das mache ich aber auch in einem. Ja, ja, okay. Ja. Okay. Der macht gerade Pause. Ziehen wir jetzt auch den Rest noch durch. Ja, genau. Da gibt es, glaube ich, war auch gut für die PR, oder? Da war nicht viel zu machen, ne? Für dich nicht. Ich hatte schon Choices. Ja.
Ja, ich sag, das Checkerplay ist scheiße bei dir, aber mit dem Cubeblatt hast du das Handbuch rausgebracht. Ja. Jetzt schon. Jetzt ja. Ja. So gespielt. Und das ist gut gegangen. Das ist gering in der Spiele. Gimmen-Variante, ne? Ja. Ich prügel da schon noch Gimmen nach Hause. Ja, so, das ist doch bei dem Score witzlos. Ja, ja, klar. Das ist schon richtig. Aber wir nehmen doch kein Gimmen. Tja, muss ich überhaupt schlagen? Ja. Wahrscheinlich muss ich das, ne? Jetzt muss ich den Anker doch machen. Trifft nirgendwo. Okay.
es geht immer noch gut, Cam. Schwieriges Match gefunden. Ja. Feuerpunkt machen wir auch, wenn wir nicht gewesen. Oh! Da hast du recht. Ich wäre ja eh reingekommen. Ja. Da hast du recht. Feuerpunkt wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber es geht ja auch so. Take war aber korrekt, ne? Denke ich, ne? Irgendwie ja. Auch. Ja, dann war 5-2 im Blender. Weiß ich nicht, aber es war nicht komisch, dass du bist rausgegangen. Ich dachte, ich kann halt ersticken danach. Wenn ich nicht rauskomme, gebe ich den Punkt auf. Ja, das ist klar. Ich dachte, du hättest es überhaupt nicht gesehen. Habe ich auch nicht. Ach so. Ja. Also das... Das ist schon... Gestehe ich offen ein. So. Schwierig zu sagen. Es
Ja, jetzt ist ja Double Match Point, ne? Genau. War das richtig? Ich such den Würfel. Achso, den anderen Würfel? Was? Wie? Da ist er. Boah. Ja, die sind auch schwierig. Ja. Das war gar keine gute Idee. So, ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Gut, okay. Dass du nicht mehr doppeln kannst. Mhm. Daneben. Gott sei Dank, ey. Du hast kein Timing. Ich hab kein Timing. Das ist doch scheißegal. Hauptsache nicht rennen. Jo, gratuliere. Dankeschön. Ja. Ah, ich vergesse immer wieder. Ja, ist alles gut. Ja. Ja, gut. Ja, das war ein komisches Match. Ja. Ich kann das nicht. Also Cube-Entscheidungen waren, glaube ich, korrekt. Ja, können wir mal die Stellung, mein Vierer-Cube, den ich gefressen habe. Der interessiert mich. Wie viel Prozent? Was denkst du, hättest du den gefressen? Ich hätte ihn gepasst, glaube ich. Also das Rennen ist tot, die Gems sind raus. Ja, wie? Gems sind doch sowieso raus. Ja, ich meine, ich muss ich brauche ja nur 18,5%. Darum geht es ja. Das war irgendwie so. Du hast, glaube ich, hier. Ah, ne, ich habe den Dreieranker. Ja, genau. Genau, du hast hier. Du stehst relativ flexibel irgendwie. Du hast irgendwie sowas. Und der stand hier. Keinen schlechten Wurf, genau. Ja. Das war irgendwie sowas. Keine Ahnung. So war deine Struktur, glaube ich. Ja, denke ich auch. Ja. Guck mal, wie viel Prozente. Timing ist halt nicht so gut auch. Das ist das Problem. So? Meine, er hätte vorhin den Einerpunkt gehabt. Ja, er hatte den Einerpunkt. Das kann sein, das kann sein. Genau, ja. Genau. Ich glaube, es ist knapp, glaube ich.
Ich neige zum Pass-Dirk. Ja, kann gut sein. Ja. Ich habe schon gutes Timing und viele Schüsse sind es nicht, die du da bekommst. Ja, es ist halt 18,5% sind auch nicht viele, ne? Ja. Das ist halt die Geschichte. So, ich habe das. Also den Punkt, wenn du den hättest, wäre es klarer. Ich glaube, es macht kaum Unterschied. Ja, das macht schon ein bisschen, hast recht. Das stimmt, ja. So. Jetzt dachte ich halt auch, ich gewinne noch ein paar Partien. Ja, Zweierpunkt, ja. Also ich neige zum Pass, ja. So, guck nochmal. Eher so 15% vielleicht. Okay. 18,6. Dann hast du nichts falsch gemacht. Ja, aber es ist auch ein Doppel, ne? Egal, ja, natürlich, ja, ist genau an der Grenze. Ja, genau. Mathe? Ja. Mathe? Ja. Anti 5-2. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das ein großer Blunder ist. Das Matchfire wollen wir haben, ne? Ja. Das Matchfire kriegen wir ja. Mathe? Wie finished? I lost. You finished. Yeah, I won. Yeah. Die 5-2.